So, Glumanda, wir verbringen die Zeit miteinander. Hat der nicht gesagt? Was? Oh mein Gott, wie hast du darauf reagiert? Ah, Mann! Den mache ich fertig. Mist! Kinder, ich gehe mal kurz zum Einkaufen. Macht bloß keinen Blödsinn. Habt ihr mich verstanden? Irgendwie ist das langweilig. Ich geh mal gucken, was mein Bruder Zack macht. Oh, was denn? Wer klopft denn jetzt an meiner Tür? Hallo Zack, ich habe eine Frage. Hast du vielleicht Lust, was mit mir zu machen? Mir ist langweilig. Darf ich vielleicht mit dir mitspielen? Oh, Zack, ich hab's dir tausendmal gesagt. Wenn ich am Zocken bin, dann lässt du mich in Ruhe. Geh jemanden anders nerven. Geh zu Zoe. Na gut, ich wollte doch nur mit ihm spielen. Mir ist langweilig. Dann gehe ich eben zu Zoe. Ja, finde ich auch. Ja, es wäre echt cool. Ja, ja, ja. Hey, Zoe. Ja, die Hose, die war mega Hammer. Die war so schön. Hey, Zoe. Warte mal, mein nerviger Bruder ist wieder hier. Was willst du? Hast du vielleicht Lust, mit mir einen Film zu schauen? Nein, ich habe jetzt keine Lust, hinzuschauen. Siehst du nicht, dass ich telefoniere? Ja, aber vielleicht können wir zusammen einen Film schauen. Du willst doch wieder irgendwie so ein Kinderkram gucken, wie das SpongeBob Schwammkopf. Ja, SpongeBob oder so. Ist cool! Oh nee, sowas gebe ich mir echt nicht, sorry. Guck alleine oder nerv deinen Bruder oder was weiß ich. Aber da war ich doch schon, na gut. So, ich bin wieder da. Ja, ja, ach, der nervt immer. Ja, ja. Schlimm ist das. Ah, Spiel vorbei. Irgendwie ist das langweilig. Was könnte ich denn jetzt machen? Zane hat doch nach mir gefragt. Den ärgere ich jetzt ein bisschen. Ja. Ja, genau. Ey, Zoe. Warte mal kurz, mein Bruder ist da. Nein, nicht der andere, du weißt schon. Dein cooler Bruder ist da. Ey, Zoe, weißt du was? Denn ich habe eine mega gute Idee, wie wir Zane ein bisschen ärgern können. Was kommt jetzt schon wieder? Also, ich sag einfach nur eins. Zahnpasta. Zahnpasta? Ja, Zahnpasta. Ich habe da so eine Idee mit Zahnpasta. Und Zane, der braucht mal eine Lektion. Der nervt einfach zu viel. Ist das echt gemein, ne? Aber ich glaube, bei ihm ist es definitiv richtig so. Pech gehabt, das ist nicht mein Problem. Okay, ich bin dabei. Also Zoe, warte einfach ab. Guck einfach mal zu, okay, was ich jetzt mache. Also, jetzt? Wir warten jetzt einfach gleich, bis Zane das nächste Mal zu dir möchte. Okay. Und werden dann jetzt hier mit der Zahnpasta. Aber ist das, okay, ist das nicht irgendwie voll gemein? So irgendwie eklig. Du musst ja nicht reingreifen, sondern Zane greift rein. Aber weißt du was, wir warten gar nicht auf den. Wir rufen den einfach. Zane! Komm. Haben die mich gerufen? Ich glaube, die wollen mit mir spielen. Was ist denn das? Zoe, Zack, was soll das? Das ist Zahnpasta unter der Türklinke, das ist gemein. Hey Mann, was macht ihr beide das? Ja. Wieso macht ihr denn sowas? Tja, weil es lustig ist. Das ist gemein. Sorry. Mann, das ist gemein, was macht man nicht? Wisst ihr, oh, was? Entschuldigung. Sorry. Was? Ach, das ist ja wieder beleidigt. Ja. Ja gut, also der Prank war jetzt ganz witzig, aber eigentlich nervt der hier mich auch. Oh, was mache ich denn jetzt? Boah, der Prank, der war so gut. Also, ich hoffe, meine Schwester erkennt jetzt mal, dass ich definitiv der coole Bruder bin. Aber irgendwie ist jetzt auch so unangenehme Stille. Zoe, ich hab noch eine Idee. Endlich ist die peinliche Stille vorbei. Ja. Also, Frischhaltefolie. Frischhaltefolie, was soll das jetzt? Ja, also wir werden um den Türrahmen einfach ganz viel Frischhaltefolie machen, die man aber natürlich nicht sieht. Und wenn Zane dagegen laufen will, tja, kannst du dir denken. Soll dagegen laufen? Ja! Also, wir stehen jetzt vor seinem Zimmer. Das ja. Heißt, wir packen das jetzt hier okay, hin. Hier das ist hin. So. Sehr gut. Machen wir hier unten was hin? Ja. So, hoffentlich hält das. So, und jetzt noch hier einmal. Okay. Und jetzt? Perfekt. Und jetzt? Einmal sehen. Ach Mann, was wollen die denn jetzt schon wieder von mir? Na gut. Ja, was wollen die denn jetzt wieder von mir?
geklappt. Haha. Oh Mann, das ist aber nicht so nett von euch beiden. Warum hab ich doch den ganzen Tag geprankt? Was prankt mich so? Ich weiß. Also das war ja lustig, aber jetzt nervt er die ganze Zeit mit seinem Geweine. Schau doch auf. Ey, Mama. Und ich dachte, das nein. Ist Mama. Nein. Ist das auch noch Mama? Nein, das tust du nicht. Mama. I'm out. Das ist Mama-Sex. Jetzt bleibt das wieder an mir hängen, oder was? Jetzt hör mal auf. Ich hab doch, hör jetzt auf. Ich hab eine Idee. Ja. Wir zocken jetzt zusammen. Erstmal zusammen zocken. Darfst du mit mir? Ja. Aber dafür kriegt Mama nichts mehr. Okay. Erstmal mit meinem Bruder zocken. Juhu. Und mit A springt ja, man, oder? Mit A springt man. Cool. Immerhin gibt er jetzt wenigstens Ruhe. Bin ich gut? Ja, du bist super. Danke. Hey, meine beiden, ich bin wieder da. Na, alles gut? Habt ihr euch vertragen? Oh, schön. Ja, Mama, ja. Cool, Bruder. Also, wir haben uns vertragen. Ja, Hammer, wir haben uns vertragen. Ach, wie schön, das freut mich ja. Dann spielt noch schön weiter. Was ist das denn hier? Ach, ekelhaft. Ups, vergessen. Mal Cut. Zum ersten Mal einen Prank gemacht oder was? Was ist denn da? Junge. Seid ihr schlecht? Die beiden sollten mich eigentlich pranken, aber irgendwie klappt das nicht. Ja, alles Liebe, Mann. Komm mal mit. Nein. Komm mal mit.